Hier habe ich relativ viel Zeit in der Vergangenheit verbracht, zumindest 6 Jahre lang, als ich im Rat der Stadt Köln saß, mit für die Linke. Und hier habe ich auch viel durchgesetzt. Das ist das historische Rathaus. Da tagt man nicht mehr, da heiratet man vor allen Dingen. Und da habe ich tatsächlich auch geheiratet. Ich komme aus einer politischen Familie. Mein Vater ist halt auch Linker gewesen. Ich bin auch noch kurdisch und alevitisch. Und ich habe halt irgendwie von klein auf gelernt, tritt für deine Überzeugung ein, egal was kommt, kämpfe dafür. Mein Anspruch ist, politisch etwas zu verändern und auch mit Menschen dafür irgendwas zu tun. Ich bin wirklich froh, dass ich Kinder habe. Wenn man in so einem Politikalltag ist, kann man manchmal auch irgendwie, bewegt man sich manchmal nur in seinem Universum und verliert vielleicht irgendwie das Alltägliche. Und da holen sie einen jeden Tag zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich glaube, es kommt eine spannende Zeit auf mich zu, jetzt quasi auf parlamentarischer Ebene dann im EU-Parlament zu sitzen und dort aktiv zu werden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Werte selber sind gleich geblieben. Und eine gerechte Welt zu schaffen, in der Menschen wirklich nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen leben können, das ist durchaus möglich. Aber das ist im Moment nicht durch und durch gegeben.